Amigo-Affären kennt man ja eigentlich nur von der CSU, aber jetzt steht der grüne Robert Habeck im Kreuzfeuer. Darüber müssen wir reden und natürlich über viele andere Themen, wie beispielsweise Til Schweiger. Alles in der Tacheles-Zone unserer etwas anderen Talkshow, in der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich fragen: Ist das euer Ernst? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, lieber Jan. Hallo, lieber Caro. Ja, natürlich haben wir auch heute wieder einen Gast am Start. Ich freue mich sehr, später in der Sendung den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zu begrüßen. Ich bin sehr gespannt und natürlich könnt ihr im ersten Teil der Sendung, da ist er schon da, Herr Aiwanger. Sie Guten waren noch gar nicht vorgesehen. Abend. Guten Abend. Immer Mit mir muss man immer rechnen. Ich nehme Sie noch mal Backstage, aber wir holen Sie gleich dazu. Sehr schön. Da hat er uns schon überrascht. Ihr könnt natürlich im ersten Teil der Sendung mitdiskutieren. Wir sind gespannt auf eure Kommentare in der Kommentarspalte unter unserem Livestream. Jan, eigentlich bist du ja der Chefkritiker der Grünen. Ne? Man könnte meinen, diese Trauzeugenaffäre jetzt im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck ist für dich eine Steilvorlage. Aber unsere Überschrift lässt vermuten, dass du plötzlich volle Solidarität mit Robert Habeck hast. Deine Fans sind irritiert. Also ich habe gestern Robert Habeck gesehen bei Herrn Zamperoni im Tagesthemen. Langes Interview, kam ja gerade aus dem Ausschuss, wurde gegrillt, ja. Und also die Frage war immer, also die Glaubwürdigkeit, lieber Herr Habeck, ist doch jetzt so angegriffen von Ihnen und die Opposition hat sich auf Sie eingeschossen und warum er eigentlich an Herrn Greichen festhalte, also seinem Staatssekretär, und ob er den nicht eigentlich jetzt in die Wüste schicken müsste, um seine Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Und zwar in immer endlosen Varianten die gleiche Frage. Und dann habe ich gedacht, was ist denn Herrn Zamperoni für ein Trottel, ehrlich gesagt. Also ist das der Umgangsstil bei der ARD? Also, wenn es reinregnet, ja, der Chef schmeißt dann seinen Untergebenen raus, damit er besser aussieht. Und ich merkte richtig, also das ging endlos, dieses Interview, und immer wieder die gleiche Frage, ob er nicht eben jetzt doch seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen müsse und nicht an seinem Mann festhält, ganz stur, dass so meine Sympathie immer mehr Richtung Robert Habeck wanderte, weil ich finde, ehrlich gesagt, also das ist das Mieseste, ja, von einem Minister. Du hast schlechte Presse und um wieder auf den grünen Zweig zu kommen, schmeißt er einfach den Mann raus, auf den jetzt alle einprügeln. Man Insofern, muss. in dem Punkt volle Solidarität mit Robert Habeck. Und es gehört auch ein bisschen zur Politik dazu, dass man so einen Sturm durchlebt. Also Helmut Kohl hat erst recht an den Leuten festgehalten, von denen wir Journalisten dann immer verlangt haben, schmeiß sie raus. Das heißt, du glaubst nicht, dass er dadurch beschädigt ist, weil man hat ja so ein bisschen den Eindruck, Habeck wurde so vom größten Superstar der Ampel und möglichen Kanzlerkandidat so ein bisschen zum Buhmann. Also sogar die Taz schreibt ja, er ist die größte Gefahr für die Ampel in der Koalition. Also die größte Gefahr für die Ampel ist, also er ist jedenfalls relativ weit jetzt weg von seinem Traum, das Kanzleramt zu erobern. Ne? Das sieht man in den Umfragen. Ist er durch die Affäre beschädigt? Natürlich ist er beschädigt. Nur die Frage war ja, kommt er jetzt wieder, kriegt er jetzt wieder einen Sympathiebonus, indem er sich eben von seinem Staatssekretär trennt? Das glaube ich überhaupt nicht. Sondern da sagen die Leute, ja, aber irgendwie auch bisschen billig. Das Problem an den Grünen ist, glaube ich, erstens, deswegen sind sie ja in diese Affäre geschlittert, wahnsinnig schlecht ausgeprägtes Problembewusstsein. Also, dass man sozusagen untereinander ständig irgendwie zusammenhockt und auch Pläne entwirft und sich dann auch gegenseitig Aufträge zuschanzt, es ist in dieser grünen Welt ganz normal. Insofern fanden die auch gar nichts komisch daran. Also, so, und jetzt ganz überrascht, dass sich die Republik darüber aufregt. So, und das Zweite ist, und das ist, glaube ich, viel gravierender, ist der Plan an sich, also allen Deutschen jetzt ab 1. Januar 2024 den Austausch ihrer Gas- oder Ölheizung zu verbieten. Also heute Süddeutsche, Immobilienpreise zum ersten Mal auf breiter Front in Deutschland gefallen. Ja, selbst in Frankfurt und München. So, da so um 1 bis 2%, also nicht so schlimm. Aber steht dann so in einem Nebensatz, und die Süddeutsche ist jetzt nicht die Zeitung, ja, die gegen die Grünen ständig agitiert, steht dann also vor allen Dingen so so entfernteren Gegenden, also Kleinstädten auf dem Lande,
wo jemand einen unsanierten Altbau hat, wird jetzt nach diesen neuen Sanierungsgesetzen mal eben einen Abschlag von 1.000 Euro pro Quadratmeter verlangt, womit die Immobilien wertlos sind. Das trifft zigtausende von Menschen. Das ist das wahre Problem. Siehst du auch das wahre Problem darin, dass die Grünen so gar nicht gut in Selbstkritik sind? Bei Robert Habeck liegen immer dann die Nerven blank, wenn er angegangen ist. Bei Zamperoni hat er ja gesprochen von Böswilligkeit, Unterstellung, Beleidigungen, Lügen, die es in den letzten Wochen gegeben hätte, statt sich einfach mal zu entschuldigen und zu sagen, ja, war Mist. Also, du machst es mir heute nicht leicht. Sorry. Wir haben da total daneben gelegen und entschuldigen uns jetzt, ja, und so. Das ist bei wenigen Politikern sehr ausgeprägt. Ich weiß gar nicht, wann sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder das letzte Mal entschuldigt hat. Wir können ja gleich den stellvertretenden Ministerpräsidenten fragen. Ich hätte so den einen oder anderen Punkt in den letzten 2-3 Jahren gewusst, wo ich mir eigentlich eine Entschuldigung des Ministerpräsidenten hätte vorstellen können, ja. Also ja, natürlich jetzt dieses Argument, alle, die jetzt auf diesem Thema drauf sind, so wie ich, die seien von der fossilen Lobby irgendwie gesteuert, ja. Erstens weiß ich gar nicht, also die fossile Lobby hat bei mir noch nicht angerufen. Ich warte jeden Tag auf den Check der fossilen Lobby, was immer das ist, oder der fossilen Industrie, ja. Also ich kann nur sagen, ich habe die letzte Gasrechnung gesehen, da gab es irgendwie gar keinen Abschlag, obwohl ich gegen die Heizpläne der Grünen ständig anschreibe, ja. Vielleicht sollte ich bei E.ON mal anrufen, ob es jetzt nicht sozusagen so einen Kampagnenbonus gibt, ne? So, das nenne ich Kokolores. Ja, das finde ich gut. Das wäre eine schöne Idee, E.ON und Jan Fleischhauer. Könnten wir mal so eine Partnerschaft. Also wenn es nicht gibt, Freunde, ihr kriegt das als Erstes zu sehen. Ne? Was ich übrigens sehr lustig finde, ist, die Union hat ja vor allem am lautesten geschrien. Ne? Rücktritt von Greichen, ja, und am besten der Habeck noch dazu. Dabei ist doch, wenn man sich jetzt die Union vorstellt, ja da Maskendeals hier, Amigo-Affäre bei der CSU da. Also eigentlich haben die ja Ähnliches in ihrer Historie. Vielleicht noch, ja, viel. Nur andererseits, also irgendwann auch mal Payback-Time, darf man dann auch mal genießen. Also wenn einer natürlich immer auf dem moralisch ganz hohen Ross sitzt, dann ist das, natürlich Katrin Göring-Eckardt und Ricarda Lang, ja, und Herr Nuripur und wie die alle heißen, ja, die also bei jeder kleinsten Verfehlung gleich Sonderstunden und aktuelle Stunden im Deutschen Bundestag bestellen, ja. Also das jetzt mal bei denen reinregnet. Das sehen natürlich alle anderen mit Freude, also inklusive übrigens der Sozialdemokraten. Ne? Bei jemand anderem regnet es ja auch gerade rein, bei Gerhard Schröder, der jetzt bei den russischen Feierlichkeiten zum Sieg über Nazi-Deutschland war, in der russischen Botschaft, gemeinsam mit AfD-Politikern. Ist das irgendwie so ein neuer Tiefpunkt für den Altkanzler oder gibt es das schon gar nicht mehr? Wir können immer so eine Liste der Tiefpunkte, ich meine, dem ist irgendwie offenbar alles egal. Ja, der geht... Der ist, glaube ich, froh, der Gerd ist froh, dass er überhaupt nochmal eingeladen wird. Ja? Dann die Letzten, die ihn einladen, sind dann die Russen. Dann wackelt er halt da mit seiner Frau dahin. Ja, ich weiß gar nicht. Sonst ist das relativ, glaube ich, still um ihn geworden. Sein Büro hat er jetzt ja auch verloren, hat er ja geklagt gegen, dass ihm der Bundestag das wegnimmt. Hat er jetzt letzte Woche auch die Klage verloren. Seine Mitarbeiter ist er auch alle los. Also man sieht es ihm ja auch ein bisschen an. Ne? Also der einzige Freund, den er noch hat, ist die Flasche. Und so. Ja, also nichts gegen Trost im Alkohol suchen. Freunde, also bei mir jeden Abend eine Flasche Beaujolais auf Witter mal eben weggeputzt. Also ich kann es nur allen, wir sind ja hier, weiß ich nicht, sind wir noch zu Jugendfreund? Okay, ich bin vorsichtig. Also nein, kein Alkohol, bitte. Nur Malzbier. War Scherz, waren böse Scherze. Ich trinke nur Wasser und Tee, ja. Nein, also was mich natürlich an dieser Sause da zum 8. Mai am meisten gefreut hat, der Anblick des russischen Botschafters. Ich muss das immer so hingucken. Also ich hab zwei russische Botschafter in meiner Zeit in Berlin erlebt. Einer unter anderem war Herr Kotenev mit seiner Frau. Also der war immer so in Brioni-Anzügen, super schick, ja. Man sah also auch das Gazprom-Geld sozusagen mal gut investiert, ja, in vernünftige Anzeige, dann hat er diese reizende Frau, hat die besten Partys geschmissen, also da eingeladen worden zu sein, da haben sich alle in Berlin nachgestreckt, ja, und da saß der arme amerikanische Botschafter dann überlegt, wie er das auch hinkriegt. Also das war a couple of town. Und heute sieht man da so einen, ich weiß gar nicht, wie der Typ ist, 75,
vom Alkohol und anderen Drogen schwerst gezeichnet, in so einer komischen Satrappenuniform, ja, mit so lauter so angehefteten Orden überall. Da habe ich gedacht, also, wenn es ein Bild gibt, das den Niedergang des russischen Imperiums zeigt, dann das, diese Party, ja. Also ein total hacke Chefdiplomat, ja. Mit, wie gesagt, in Fantasieuniform, mit Tino Chrupalla und Herrn Schröder als Ehrengästen. Uiuiuiui. Also, ja. Ich finde es ja komisch, dass er nur die Berliner Zeitung war ja da dort, ne? Ja, natürlich. Der Chef der Berliner Zeitung war auch noch da. Dieser famose IM Bababab, ja. Na gut, da hat sich, wie gesagt, da hat sich die richtige Crowd das Stell dich eingegeben. Du hast ja gerade schon durchblicken lassen, dass du auch gerne mal ins Glas schaust. Vielleicht erklärt sich auch so deine Solidarität zu Til Schweiger. Der hat nämlich gerade ein ähnliches Problem. Da gibt es offenbar Ärger am Set. Ist ein bisschen off-topic bei uns, aber nehmen wir trotzdem auf, ne? Ja, Til Schweiger, habe ich auch gelesen, die Vorwürfe. Also, wird alkoholisiert am Set. Ja, mal tätlich geworden gegen den Produktionsleiter. Gut, in der Welt, aus der ich komme, hat ein Produktionsleiter immer Unrecht, ja. Da hat es dann auch mal eine Watschen gesetzt. Aber ich bin ja auch Boomer, ne? So, heute wird das alles natürlich anders geregelt. Im intensiven Gespräch einfühlsam. Da ist der Till nicht so dabei. Und ganz schlimm, das war der Hauptvorwurf. Unter anderem dann ja auch nochmal von Nora Tschirner, der Regie-Nachwuchshoffnung Deutschlands vertreten. Also er hat nachts Drehbücher umgeschrieben. Also er hat da einfach was reingeschrieben, was da noch nicht vorher drin stand. Und das gab natürlich irren Stress am Set, weil die ganzen Drehbuchpläne umgeschmissen werden mussten. Und da habe ich gedacht, also alle, die das so brav aufschreiben, unter anderem in meinem ehemaligen Heimatblatt im Spiegel, ja, die wissen halt alle nicht mehr mit dem Namen Rainer Werner Fassbinder oder Billy Wilder was anzufassen. Diese Tröten, ja. Ja, die haben jede Nacht die Drehbücher umgeschmissen. Ich glaube, der ehrlich gesagt tiefe Grund, warum die alle Til Schweiger hassen, ist, dass natürlich das Manta Manta an der Kinokasse führt und nicht das einfühlsame Dokudrama über die lesbische Liebe in Somalia. Das tut natürlich allen Menschen rein Herzens wahnsinnig weh. So. Und deswegen muss der arme Till jetzt eure Buluten an. Die Hoffnung ist, die Nora kommt jetzt. Also wenn der Till abgeräumt ist, kommt die Nora Tschirner. Und dann wird also das deutsche Arbeitsrecht endlich am Set eingeführt und Änderungen am Drehbuch gibt es nur noch nach vorher basisdemokratischer Abstimmung. Also mich hat vor allem überrascht, dass sich die Leute wieder jetzt alle beschweren. Nora Tschirner hat ja beispielsweise schon mit Til Schweiger gedreht. Warum hat sie denn da nichts gesagt? Ja, das ist auch so. Das ist so wie bei dieser anderen Causa da. Döpfner, Matthias Döpfner und Benjamin Stockrad-Bache, sein ehemaliger Star-Autor. Ja. Also 10 Jahre, der Stucki, kenne ich auch gerne, der Stucki, also 10 Jahre, Bombengehalt, man redet ja so von 400.000 bis 500.000 bei Springer Genossen, dann hat er seinen Vertrag verloren und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, bei welchem schlimmen Unternehmen er angestellt war und schreibt also seinen Enthüllungsroman. Ja, solche Freunde muss man haben und so ein bisschen ist es wie mit Nora Tschirner auch. Ich meine, heute Morgen war ich im Studio am Set, ja, aufgenommen, meine Folge 9 Minuten netto, habe ich so in die Runde gefragt, immer Nora Tschirner, ja, kennen sie alle. Ich glaube, wegen einem einzigen Film. Kein Oasen. Wie heißt er doch, ne? Also doch, ja, kein Oasen. Und also alles, ihre ganze Bekanntheit verdankt sie Til Schweiger. Das war's mit unserem Exkurs in die Filmwelt. Ja. Ich glaube, es in das Thema Freundschaft, Dankbarkeit und Solidarität. Und ehrlich gesagt, das sind mir die allerliebsten, ja, die immer dann ihr Gewissen entdecken, also wenn es nichts mehr zu verlieren gibt. Das stimmt, da hast du natürlich recht. Trotzdem würde ich sagen, es ist an der Zeit, unseren Gast zu begrüßen. Er hat sich ja schon ganz kurz blicken lassen. Eigentlich ist er ein noch größerer Grünen-Kritiker als du. Und außerdem ist er bayerischer Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident in Bayern und der Chef der Freien Wähler. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt. Schönen guten Abend, Hubert Aiwanger. Ich grüße Sie. Herr Aiwanger, Sie sind ja quasi das Pendant zu Robert Habeck in Bayern. Wahrscheinlich die einzige Gemeinsamkeit der Posten. Also Sie sind ein Hauch konservativer vielleicht. Wie bewerten Sie denn eigentlich die aktuelle Situation im Bundeswirtschaftsministerium?
Ja, die persönlichen Verstrickungen wollen wir mal außen vor lassen. Was Deutschland viel mehr wehtut, ist die verfehlte Politik dort, dieses Gebäudeenergiegesetz, was wirklich zu einer massiven Entwertung von Millionen Häusern führt, was mittlerweile wirklich Millionen von Menschen Angst macht, die ein älteres Haus haben, vielleicht eine kleine Rente haben und wissen, die Heizung muss die nächsten paar Jahre ausgetauscht werden und das halbe Haus gleich mit saniert. Also da muss jetzt wirklich die Bremse reingehaut werden, retten, was zu retten ist. Und diese grüne Ideologie muss hier gestoppt werden. Natürlich wird jeder sein Haus regelmäßig sanieren, wird, wenn er neue Heizung einbauen muss, schauen, was ist die beste aktuelle Technik. Aber wenn ich die Menschen quasi per Dekret dazu zwinge, nur noch eine Wärmepumpe einbauen zu dürfen und alles andere wird quasi unmöglich gemacht oder durchaus direkt verboten, dann zwinge ich die in eine Richtung, die in vielen Fällen fachlich falsch ist. Und das ist ein Desaster, das müsste gestoppt werden, aber wahrscheinlich kann es nur gestoppt werden, wenn wir die Grünen stoppen und die ja, 2025 aus der Ampel rausfliegen. Ich würde mir ja wünschen, die FDP würde die Notbremse ziehen und würde sagen, ich trage diesen Skandal nicht mehr mit, aber die tragen komischerweise alles mit. Das enttäuscht mich am meisten. Ich freue mich ja, dass Sie hier sind, weil ich Ihnen ja folge, unter anderem auf Twitter, und sehe immer sozusagen die tapfer, die Kämpfe, die Sie führen, unter anderem zum Beispiel für das bayerische Skigebiet, ja, das mal wieder schlecht geredet wird von den Klimaschützern, fürs Grillen, also gegen das Gendern, eigentlich alles sozusagen, was in der Woken-Welt gerade so en vogue ist. Und die Nummer ziehen Sie jetzt relativ konsequent schon durch und werden natürlich dafür wahnsinnig vermöbelt. Verlacht, verspottet, aber Ja, das so sind machen wir das. organisierte Trupps, habe ich den Eindruck, die fallen dann wie die Hornissen über einen her, wenn man in das Nest reinsticht. Aber das bestätigt, dass man richtig liegt. Das geht ja vom Fleischverbot und dann sind die Insekten besser, dann soll man nicht mehr Auto fahren, dann soll man nicht mehr Skifahren, dann soll man kein Haus mehr haben, dann wird der Muttertag in Frage gestellt. Das ist doch eine abgestimmte Agenda, wo einfach einige Verrückte, ich siedle die im Promillebereich an, aber dann eben mit der gewissen Gefolgschaft im unteren Prozentbereich die gesamte Gesellschaft aufwühlen wollen und einfach jeden Tag den Leuten in der Nase bohren. Und es muss einfach der Tag kommen, wo die Mehrheit der Vernünftigen sagt, lasst uns jetzt endlich mal in Ruhe, lebt eure Ideologien aus, wo ihr wollt, aber lasst uns in Ruhe. Also das Schlimme ist ja nicht, was die tun oder denken. Wenn die nicht mehr Auto fahren wollen, sollen sie es bleiben lassen. Wenn sie nicht mehr Skifahren, sollen sie es bleiben lassen. Wenn sie lieber Insekten wie Fleisch essen, sollen sie es so tun. Wenn sie keine Kinder mehr kriegen wollen, sollen sie es tun. Wenn sie an Muttertag Party feiern und die Mutter verhöhnen, sollen sie es tun. Aber sollen bitte den anderen nicht ins Leben reinreden. Das ist ja das Infame. Das ist ja das Infame, dass man den anderen alles abspenstig machen will. Und deswegen sage ich, diese Übergriffigkeit, dieses Umerziehen wollen, das nervt bis aufs Blut. Das tun die aber absichtlich und das muss gestoppt werden. Aber was mich ja interessiert dabei ist, so mögen ja eine Reihe von Politikern denken, gerade in Bayern, aber sagen wir mal so herzhaft vortragen, wie sie, traut sich kaum einer, weil die alle immer Angst haben, dass dann die Süddeutsche schlecht über sie schreibt, ja. Ja, so schaut's Und aus. die Angst scheinen sie gar nicht zu haben. Das heißt, also entweder gucken sie nicht in die Süddeutsche oder sie laden ihre, sozusagen ihren Energieakku woanders auf, weiß Ja, ich, die auf dem Land. Süddeutschen haben ja jahrelang immer als den bayerischen Schweinebauern, weil ich aus der Landwirtschaft komme, Genau, ja, so. Schweinebauer aus Niederbayern heißt, Klammer auf, Klammer zu, ein Bauern, der Dinge nicht wählen braucht, Klammer zu, liebe Münchner, da gibt es bessere wie den. Also so diese unterschwellige Bauer und so ungefähr. Das ist, ich sehe das durchaus als Arroganz von oben, das durchaus Ansätze hat mit Diskriminierung, dass man Bevölkerungsgruppen, Berufsgruppen, Landstriche als zweitrangig, die haben es noch nicht ganz kapiert. Wir sind die Woken, Tollen, Schicken und das sind die Zurückgebliebenen. Also das ist Arroganz per excellence und das hat auch die Süddeutsche lange Zeit mit mir gemacht, in letzter Zeit weniger. Aber ich muss ehrlich sagen, das bestätigt mich, weil mir das eigentlich leid tut, auch um diejenigen, die sich in diese Rolle die in diese Rolle schlüpfen und dieses Bild so vor sich hertragen. Wir haben jetzt 50, 70 Jahre lang gelernt, tolerant zu sein und so weiter. Und das ist genau das Gegenteil. Das ist Intoleranz mit Ansage, indem man andere systematisch diskreditiert und denen ständig ihr Leben umkrempeln will. Und genau das, viele Politiker trauen sich eben da nicht mehr ran und haben eben genau Angst, hier dann als woke oder nicht mehr in. Und der Mensch ist ja ein Herdentier. Der Mensch will eben anerkannt werden. Er will nicht gerne aus der Reihe tanzen. Wenn man sagt, heute ist Mode angesagt, die Schlaghose, kauft jeder die Schlaghose. Wenn wieder die Realhosen gesagt ist, kauft jeder die Realhosen, wenn sie mir nicht gefällt. Aber man will nicht auffallen.
Man wollte bei Corona nicht auffallen und hat alles mitgemacht, obwohl man schon gesehen hat, dass eigentlich unter vier Augen hat jeder anders geredet wie in der Öffentlichkeit. Das ist eigentlich eine politische Feigheit, ist das. Genau, eine politische Feigheit, sich diese Gemeinheiten so gefallen zu lassen, aber einfach aus lauter Angst geprügelt zu werden und selber sich aber nicht wohl zu fühlen und zu sehen, dass man in eine Rolle gedrängt wird, wo man sich eigentlich nicht wohlfühlt, aber man will nicht den Kopf rausstrecken. Sie werden kritisiert, immer wieder und nennen das als auch Intoleranz von bestimmten Gruppen. Jetzt haben Sie sich selber wieder etwas erlaubt, was andere als intolerant empfinden. Und zwar sollte es in München eine Lesung von zwei Drag Queens geben, bei denen auch Kinder ab 4 Jahren eingeladen waren. Und Sie nennen das Kindeswohlgefährdung. Ist das auch intolerant? Nein, ich glaube, das schreit zum Himmel, was da zu finden ist, wenn Sie diese Namen googeln, wenn Sie dieses Wiki-Voyage googeln. Dann kommen dort Leute, die in Plastik zwar, aber Arme und Beine von Kindern umgehängt haben, wie ein Munitionsgurt hängen, Kinderarme darunter von Säuglingen, haben Totenköpfe oder Köpfe von Kindern auf den Kopf montiert. Und das kommt, wenn ich Wiki Voyage eintippe. Und wenn heute jemand hingeht, das heißt ja ab 4 Jahren, das sind nicht alle nur 4, da sind 4, 7, 9, 10, 11, 12-Jährige dabei, dann googeln die zu Hause und dann kommen so Bilder bei dem Erik Große Klitoris kommen auch Bilder, also wenn Sie das auf freier Straße machen, was da im Internet für Bilder von der Person unterwegs sind, dann sagt jeder, ich will es gar nicht vertiefen, was das ist mehr als anzüglich. Und selbst wenn Sie sagen, ja dort lesen wir ja dann nur über Honigküsse vor, also diesen Leuten würde ich meine Kinder nicht mal zum Mathe-Nachhilfeunterricht geben. Selbst wenn die dort Mathe machen, wenn jemand so tickt, wenn er mit diesem Namen auftritt, dann geht das nicht. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ein Mann mal mit Frauenkleidern rumrennt. Okay, aber was ich dort, wenn ich das google und mich dazu informiere, kommen schockierendste Bilder. Das kann man doch nicht dulden, selbst wenn die bei dieser Lesung das konkret nicht tun. Aber es wird ja informiert, man informiert sich drüber. Kinder informieren sich ab 10 Jahren, googeln die doch das, wenn sie dort mit der Mami zur Lesung hingehen sollen. Dann googeln die das und finden diese Bilder. Das ist mehr als verstörend, das ist ja Kindeswohlgefährdung par excellence. Und wenn man das so sagt, ja, dann ist man altmodisch, finden wir das nicht toll, dass man hier Kinderarme um den Hals hängen hat, wie ein Charivari. Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe 2, einen 6-Jährigen und einen 10-Jährigen. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt sagen, man geht dorthin, dann muss ich sagen, da fehlt mir jedes Verständnis dafür. Ja, aber Herr Minister, wir beide gehen da auch nicht hier mit unseren Kindern. Das ist ja der Punkt. Also ich habe 5, um mal in die Waagschale zu werfen, ja. Also ich habe also einen gewissen Erfahrungsschatz, was das Freihalten der Kinderszone von jugendgefährdenden Schriften und Bildern angeht. Ich sage Ihnen, ist schwer. Also ich finde es eigenartig, wie Sie nur. Ich glaube, es braucht nicht diese Namen, dass Kinder neugierig werden und jetzt mal im Internet googeln, was verbirgt sich dahinter. Sondern ich will es Ihnen jetzt nicht verraten, aber was so auf dem Schulhof alles sozusagen gezeigt und unter der Hand getauscht wird, da brauchst du nicht die Lesung in der Stadtbibliothek. Ja, so. Keine Frage, aber in meinen Augen sind das auch natürlich gezielte Provokationen. Warum müssen die dann vor den Kindern sich präsentieren und müssen sich dort Publikum suchen? Es wurde ja der Vorschlag gemacht, sollen doch bitte in ein Altersheim gehen und sollen den alten Leuten dort irgendwas vorspielen. Ja. Warum müssen die denn bei Heranwachsenden, bei Kindern sich Gefolgschaft suchen? Wenn man so tickt, ich wiederhole es, schauen Sie sich diese Bilder an, ein Arm von oder mehrere Arme. Ja, ich habe das alles gesehen. Und dann, was will der dort vor Kindern? Der will doch die nicht nur unterhalten, damit sie die halbe Stunde rumbringen und wissen nicht, wie sie den Abend gestalten, sondern der will die doch auf diesen Trichter bringen. Wer so tickt, der geht doch dort nicht völlig unverblümt hin und sagt, nein, heute wechsle ich mein Hirn und mein Inneres und gehe dorthin, weil ich den Kindern ein schönes Märchen vorlesen will. Natürlich will er diese Botschaft irgendwo mit verbreiten und wenn er es nicht absichtlich will, dann läuft es einfach ungewollt mit, weil darüber geredet wird, weil man die Hintergründe kennt. Und da muss gut, ich würde immer sagen, also solange die nicht irgendeiner Kita auflaufen, wo sie nicht den Ausgang mehr finden, sondern ein Angebot machen, wo sie ja letztlich entscheiden können, ob sie mit ihrem Kind da hingehen. Also wenn jetzt lauter grüne Eltern meinen, sie müssten da mit ihrer 4-Jährigen auftauchen, ehrlich gesagt, aus meiner Kenntnis des grünen Milieus, damit landen sie auch in Schwabing nicht. Ich glaube, die Lesung wird relativ auch
relativ schlecht besucht sein. Also die Eltern, die bei der Veranstaltung sagen, ja, da müssen wir jetzt unbedingt ja, mit unserem Kind auflaufen, ja, die muss man suchen. Also in dem bürgerlichen, auch grünen Milieu. Ich würde aber interessieren, ob diese Personen selber Kinder haben, die dort auftreten vor Kindern. Nö, wahrscheinlich. Sollen sie doch sich selber Kinder organisieren und sollen sie sich einen Partner suchen und ein Kind bekommen und sollen die dann mit sowas konfrontieren? Scheinbar haben sie das selber nicht und jetzt wollen sie in anderen Kinderstuben rumpokern da. Herr Aiwanger, wir hatten vorhin, als Sie noch nicht zu sehen waren, darüber gesprochen, dass sich Politiker nicht sehr gerne entschuldigen. Und da meinte der Jan Fleischhauer, ihm würden so ein paar Situationen einfallen, wo sich der Markus Söder in den letzten Jahren doch mal entschuldigen hätte können. Und da wollten wir doch mal nachfragen bei Ihnen, wann hat sich Markus Söder das letzte Mal bei Ihnen entschuldigt und wofür? Das sind ja Dinge, die man dann nicht öffentlich im Fernsehen sagt. Was mir spontan einfällt, war natürlich schon die Thematik damals mit der Corona-Impfung, wo ich vor laufender Kamera konfrontiert wurde, warum ich nicht geimpft sei und so weiter und so fort und sollte das begründen. Das war in meinen Augen nicht okay, aber genaueres, Persönliches werde ich hier jetzt nicht beitreten. Haben Sie denn eigentlich die Impfung nachgeholt oder sind Sie bis heute ungeimpft? Ist alles in der Zeitung gestanden. Googeln. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das nicht so verfolgt, sagte Aiwanger. Ich habe das mitbekommen, dass Sie da schwer unter Druck gerieten. Also sozusagen Phase 1, aber Phase 2 und 3 nicht mehr. Also war ja auch so ein Thema, wo man durchaus Medienkritik üben muss. Da haben sich die Medien ja voll in diese Dampfwalze integriert und haben einfach hier jeden niedergewalzt, der gewagt hat, nachzufragen, ob denn die Impfung sicher genug sei, ob es hier nicht doch Nebenwirkungen geben könnte. Ich habe ja dort mal ein Interview gegeben und habe gesagt, man müsste überlegen, ob die Impfung wirklich auf Dauer hilft oder man wird öfters geimpft werden müssen. Ich habe von möglichen Nebenwirkungen gesprochen. Es war ein großer Skandal, wo mir auch der Rücktritt nahegelegt wurde. Und nachher hat plötzlich der Lauterbach gesagt, er hat selber schon von Nebenwirkungen gewusst, hat aber weiterhin auf die Impfung gedrängt. Aber wer damals sagte, Impfung ist nicht hier der Weisheit letzter Schluss, sondern auch die Nebenwirkungen mit einkalkulieren. Ja, das war völliges No-Go, oder was politisch völlig im Abseits. Und 2 Jahre später, also wenn man das jetzt der Revue passieren lässt, da ist vieles schiefgelaufen. Man aber nochmal die größere Frage von Caro Blüchel. Mhm. Also jetzt nicht persönliche Entschuldigung des Ministerpräsidenten bei Ihnen, aber wenn Sie die letzten 2, 3 Jahre sich insgesamt angucken, würden Sie sagen, ja, also bei der einen oder anderen Entscheidung müsste man eigentlich heute sich entschuldigen als Ministerpräsident des Freistaates Bayern? Naja, da fragen Sie ihn selber. Ich will jetzt nicht per Medien... Sie kennen ihn viel besser als ich. Ich sehe ihn nur ganz gelegentlich. Laden Sie ihn zur Sendung ein und jeder bewertet es anders. Wie gesagt, das war jetzt mein Beispiel, wo ich der Meinung bin, dass das nicht korrekt war und alles andere. Fragen Sie ihn selber. Es stehen ja die Landtagswahlen vor der Tür. Also vor der Tür. Es dauert noch ein bisschen im Herbst. Würden Sie denn dann mit Markus Söder wieder zusammenarbeiten wollen oder können Sie sich auch eine Zusammenarbeit mit den Grünen vorstellen? Wollen Sie mich provozieren hier? Nein, niemals. Es wird wohl darauf rauslaufen, dass wir wieder Freie Wähler CSU machen. Ich hoffe nicht, dass die CSU die absolute Mehrheit wieder bekommt. Das hat ja immer selber nicht gut getan, wenn sie alleine regieren konnten. Und das Vier-Augen-Prinzip ist hier deutlich besser, wenn wir ja, die Themen auch als Freie Wähler mit einspielen, haben in vielen Dingen einfach Verbesserungen, ob es jetzt das Thema Wasserstoff ist, ob es das Thema Eigentum ist, wo wir jetzt die Erbschaftssteuer abschaffen wollen und so weiter und so fort. Also viele, viele Dinge, A13 bei Lehrern und so weiter, wo wir einfach einen Input reinbringen, den eine CSU-Alleinregierung nicht hätte. Und ich gehe aber davon aus, dass diese Konstellation so bleiben wird. Die FDP wird eventuell an der 5%-Hürde scheitern und Schwarz-Grün, glaube ich, sind verlorene Träume. Die hatten die wohl mal, aber momentan wollen sie das nicht aufleben lassen und ich will mit den Grünen schon gar nicht. Sie wollen mit den Grünen schon gar nicht, Sie sind aber auch Energieminister. Das heißt, mit dem Klima müssen Sie sich ja auch beschäftigen. Die Klimakleber bekommen aber bei Ihnen auf Twitter immer richtig Ihr Fett weg. Ne? Die haben Sie ordentlich... Ja, ich habe jetzt gar nicht als Feindbild. Ich sage es Ihnen ehrlich, ich habe da eher ein Stück Mitleid mit denen. Ich glaube, wenn die von klein auf mit Papa in den Wald gegangen wären und hätten Bäume gepflanzt und wären irgendwie vernünftig sozialisiert worden, dann wären sie nicht auf der Straße gelandet, was sie eben heute tun. Und ich glaube eher, man sollte denen sagen, sie sollen sich nützlich machen. Ich will ja das ganze Thema Umwelt und Naturschutz gar nicht
tief hängen, sondern ich bin Jäger und Landwirt und bin ein überzeugter Naturfreund. Aber diese Methoden jetzt zu sagen, Deutschland kickt sich quasi wirtschaftspolitisch völlig raus, wir essen kein Fleisch mehr, kriegen keine Kinder mehr, fahren nicht mehr Auto und schaffen die Industrie ab, das ist keine Lösung. Das ist ein Tropfen Wasser auf die heiße Herdplatte und dann ist dieser Wassertropfen verdampft und der Rest der Welt macht so weiter. Wir müssen wirtschaftlich stark bleiben, um in der Transformation für andere Vorbild sein zu können, um Elektrolyseure zu erfinden, in anderen Regionen der Welt einzusetzen, grünen Wasserstoff zu erzeugen und fossile Energieträger einzusparen und so weiter. Also diese Rolle müssen wir spielen. Wir müssen wirtschaftlich stark bleiben, um überhaupt auf diesem Globus noch einen Einfluss zu haben und nicht uns selbst erschießen. Damit ist in dieser Welt nichts gewonnen. Da würden die Grünen jetzt wieder sagen, Jan Fleischhauer und Hubert Aiwanger gehören beide zur fossilen Lobby. Ich glaube, die größte fossile Lobby sind die Grünen mittlerweile selber. Die machen mit Fracking-Gas Energieerzeugung, obwohl wir eigene Kernkraftwerke hätten, die Gaseinsatz reduzieren könnten. Wir könnten deutlich weniger Kohle verballern, wenn wir in der Kernenergie blieben. Wir könnten mit dem Brennholz, das verfault, weil die Grünen jetzt dann in neuen Häusern die Holzheizung verbieten wollen. Ein Steerholz ersetzt 120 Liter Heizöl. Die Grünen wollen lieber mit Heizöl heizen, die wollen lieber mit Kohle und Gas Strom erzeugen für ihre Wärmepumpe, anstatt Brennholz einzusetzen. Also die Grünen, ob sie wollen oder nicht, sind die größten fossilen Sünder. Also schöner hätte ich es gar nicht sagen können. Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde. Ich habe zum Schluss noch einen Trost für Sie, Herr Aiwanger. Ja. Wer wurde auch immer natürlich als Provinzdepp, ja, verspottet, verlacht? Dr. Helmut Kohl. Es gibt wahrscheinlich keinen Bundeskanzler, ja, der so verspottet wurde wie er. Sie erinnern sich, Oggersheim. Ja, da musste man Ja, nur ja. Oggersheim sagen, in irgendeinem so linken Kabarett und alle lagen so auf dem Boden, haben sich die Bäunte gebogen, nach dem Motto, wie doof ist man, wenn man aus der Kleinstadt kommt. Ne? genau. Und also die Vorliebe für einfache Gerichte und anderes mehr. Ja, und Bilanz, 16 Jahre regiert, weil sich natürlich in diesem Lebensstil, den Helmut Kohl verkörpert hat, und der so verspottet wurde, ganz viele Leute mit verspottet gefühlt haben, weil sie an diesem Lebensstil gar nicht auszusetzen hatten. Und so ein bisschen ist es natürlich mit Ihnen auch. Ich meine, die Mehrheit der Deutschen lebt nun mal nicht in der Großstadt. Es sind nämlich echt nur 23%. 75% leben in kleineren, mittleren Städten oder auf dem Lande. Insofern, Erdverbundenheit ist in der Politik gar nichts Schlechtes. Das freut mich, wenn Sie das so sehen. Und das ist ja meine Analyse, dass viele dieser Typen, die verächtlich aufs Landvolk runterschauen, selber deutlich schlechter leben, deutlich schlechter essen. Das war bei der Bundeswehr schon so, die Nase gerümpft haben über das Essen, das es dort gab. Die hatten zu Hause nicht mal dieses Essen, haben aber durch ihr Naserümpfen signalisiert, sie wären was Besseres gewohnt. Und in Wirklichkeit hatten sie nicht mal das. Also wer auswärts so tut, als würde er über den Dingen, und oh Gott, was ist denn das für ein Primitivling, der ist zu Hause noch viel schlechter dran. Er will damit seine eigenen Defizite vertuschen. Das ist der Hintergrund. Und wenn man vom Land kommt, ist man bauernschlau. Das hat mein Papa immer gesagt. Das ist ein Herr schönes Schlusswort, Aiwanger, Caro. Man muss herzlichen Dank. zumindest schlau sein, um überlebt zu haben als Landwirt die letzten Jahrhunderte. Da haben Sie recht, da haben Sie absolut recht. Und Sie sind Teil der Klimalösung. Das habe ich vor kurzem gelernt in der Landwirtschaft. Herr Aiwanger, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Vielen Dank, lieber Jan. War mir immer ein Fest. Und ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert, gut unterhalten und schaltet das nächste Mal wieder ein. Schönen Abend. Tschüss. Wiedersehen.